habe keine Besucher. Geringe Vielfalt. Aber großartiges Wohlbefinden. Bam! In your face! Ich frage mich ja, wann das hier jetzt... Gut, ich meine, Vielfalt ist ja bloß verschiedene Arten und nicht irgendwie möglichst viele Dinos und so weiter. Sichtbarkeit ist so hoch, das bezweifle ich. Wo ist denn meine Gäste? Aber da sind meine Gäste. 300 Stück. Super. Das ist doch ein bisschen blöd platziert da drüben irgendwie. Halt die Frage, ob ich jetzt hier eine Gyrosphäre reinbaue, weil es ja... Ja, es ist ja ein bisschen schwierig mit dem hier rumkommen immer. Aber Gyrosphäre ist ja wieder doch ein bisschen cooler, glaube ich, als eben. Uppala. Einfach wieder so ein Ausguck. Weil der natürlich völlig ausreichen würde, um alles zu sehen. Das ist die sehr viel einfachere Variante dazu, das ist schon ganz klar. Aber Gyrosphäre ist aber cooler. Ich weiß nicht. Erstmal haue ich den, würde ich sagen, hier hin. Ich mache hier keine Gyrosphären rein, das ist mir, glaube ich, doch zu blöd. Ist im Strom auch dran? Nee, doch, Tatsache. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Zack. Reicht noch nicht ganz. Zack. 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 Ah, es ist ein kleiner Haken drin hier vorne, aber was soll's. Nicht so dramatisch. So, ich muss Geld daneben, Kinders. Oh, wieder gesorgt, mein Gewinn. Was? Was? Geringe Zufriedenheit. Oh. Die haben halt nichts, ne? Wollen sie was zu essen haben? Tja, investiere ich erstmal in sowas hier oder will ich mir doch jetzt Dinos holen? Weil eigentlich so ein Dino packen und Dinos ist ja auch ein bisschen arm. Hauptsache erstmal Essen haben. Hm. Aber wir haben ja einen Dino, so ist ja nicht. Und obwohl ich hier nichts habe, habe ich hier schon 2,5 Sterne. Das ist auch krass, ne? Beim anderen bin ich hier fast überall bei 100% gewesen, so gefühlt. Und da waren es gerade mal 2 mehr als jetzt. Hier ist alles null. Naja. Transport wird wahrscheinlich bei 0 bleiben bei dem Ding. Jetzt, ob ich hier eine Schienenbahn hinbauen kann, weiß ich nicht, bei dem Platz. Wobei es schon fast wichtig wäre, weil der Weg ja von da vorne nach hier ist schon ein bisschen. Das gebe ich durchaus zu. Tja. Ah, das kann ich auch nicht herstellen. Alles zu teuer. Es lohnt sich ja bloß so einer. Oder vielleicht noch so einer, aber ist ja fast genauso teuer. Ich meine, klar, ich könnte eins der Fossilien verkaufen. Will ich das denn schon? Ah ja, was soll's, komm. Werde ich eh neu finden, allesamt. Zack. Zack. Ah, ich brauche gleich... Nee, ist ja auch Quatsch. Ich brauche mindestens 2 wieder, sonst kriege ich ja wieder am Rad. Das geht auch nicht. Oh. Das heißt, entweder mache ich jetzt den hier. Da brauche ich wieder... Ach, da kann ich auch 2 von der Sorte wieder machen. Oh Mann. Nee, ich brauche mehr Geld. Das Verkaufen der Fossilien bringt mir gerade nur gering was. Trotzdem, ich verkaufe jetzt auch mal alles. Na. Weg. Weg. Ich meine, ich bin ja dicht dran jetzt, ne? Ich bin ja dicht dran. Aber dann hole ich mir erst einen Brachiosaurier, glaube ich. Und kein Velo. Weil ein Brachiosaurier, den bekomme ich eher als 2 Velos. Vom Geld her. Passt schon. Was? Keiner unterwegs? Moment, was? Ich hätte doch den einen neuen da holen wollen. Ich mach's dann nochmal. Ich mach grad gar nicht. Ich warte, bis ich genug Geld für den Dingens hab und dann gibt sie da irgendwelche Expeditionsarbeiten. Vorher nicht. Ja, ja, ich weiß, wegen Vielfalt, bla bla bla. Noch knapp 100.000. Dann geht das hier. Ich meine, ich könnte mir ja auch so einen machen schon, aber. Das ist ja momentan billig. Das geht auch nicht. Das soll nicht. Das muss nicht. Kann ich ihn auch irgendwie leicht besser machen? Und teurer wohlgemerkt. Ich meine, ich kann auf jeden Fall, aber so im Guten, dass ich noch einigermaßen hohe Chance habe. Also 39% wären perfekt. 35%. Ah, das sind 35%. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, machen wir das. Erhöht leider die Lebenserwartung nicht. Das wäre natürlich dann der Bonus gewesen.
Weil hier 30% mit 10%, die daneben gehen. Tut auch nicht Not. Aber wird auch viel teurer dadurch wieder, ne? Mann, no. Ach, immer ist ein 95%, das sollte wohl nicht schief gehen. Zack. Und die Wertung ist hier nochmal ein Stück weit höher. Ich brauche mehr Geld. Ich bekomme gleich Geld. Hier, die Quest. Apropos Quest, siehst du. Ist ja auch eine gute Geldeinnahmequelle. Bitteschön. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. 7 also Stück? Sie bitte darüber nach. Ich mach mal ja, weil ich weiß sowieso. Ja, ich meine, prinzipiell sollen ja so wieder reinpassen, ne? So ist nicht. Und das Jäger ein bisschen kleines, leider. Aber tendenziell kann ich ja hier allein davon von ihm schon 15 Viecher drin haben, was die Quest erfüllen würde. Ich werde bestimmt 2-3 Brachios noch reinsetzen. Und dann um die 4 Velociraptoren. Und dann haben wir es auch geschafft. Weil ich doch eher mehr Velos haben möchte als Brachio, weil die Brachios sind nicht riesengroß, die Velos sind klein. Ist klar, dass das dann besser wäre. Aus diverser Sicht. Warum steigt mein Geld denn nicht? Dinosaurier, das ist bei keinem 500%. Ist doch Quatsch hier, ist doch voll drin. Das ganze Gehege ist abgedeckt, bis auf 2 kleine Winkel vielleicht. Okay, ja, das ist streng genommen ein Prozentteil von vielleicht 1, 2, aber trotzdem. Meh. Was kann ich hier machen? Grabungs... Ertrag ist hier wirklich eine gute Sache, ne? Aber letztendlich läuft es ja auch alles so. Inventarplatz, ja. Ach, naja. Braucht man alles nicht. Das sind so Luxussachen. Die aber Strom fressen und auch Geld kosten zum Herstellen und so weiter. Tut alles irgendwie nicht Not. Apropos Forschung. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich kann sie nicht machen. Okay, ich habe keine Forschung. Alles klar. Ja, lass mich raten. Hier wurde für Forschung freigehalten. Fuß vom Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie erreicht ist. Passt auf jeden Fall ganz gut rein. So, ich hab fast 2 Millionen. Reicht das schon aus? Nein, ich brauche noch 5000 mehr. Hätte ich bloß ein Fossil. Oder eine Expedition weniger gemacht. Genau, ich wollte gucken, ob ich jetzt diesen Saurier jetzt habe. Wie ist denn da gleich? Noyosaurus? Müsste ja ganz unten sein. Nee. Habe ich offenbar doch keine, also noch gar keine Expedition gemacht hier. Dachte ich hatte schon. Doch hier, da ist er doch. Alles klar. Schon wieder einer von der Sorte hier. Sind sie aber alle sehr ähnlich, ne? Obwohl die ja wahrscheinlich sogar, und die auch, obwohl die wahrscheinlich auch aus ganz anderen Koordinaten kommen. So, dann wollen wir mal. Es ist Zeit. Immer nehmen wir, der hat eine Bewertung von 240. Und der T-Rex? Gut, der hat 300. Hm. Ist schon noch ein bisschen mehr. So, gleich mal gucken, was wir hier... 300.000... Dann kann ich die auch noch nicht allzu bald freilassen. Wir müssen das auch das Auffüllen der Futterstation dauert, ist ja auch wieder... Ach du Kacke, achso, das ist Frischfleisch. Nee. Ach, das, die Ziege ist 10, das andere ist bloß 5? Das frisst aber auch leer, wenn nichts Gutes hier. Oh, und ich kann es nicht auffüllen, weil es zu teuer ist. Das ist ja abartig. Ach du Kacke. Ich brauche dringend mehr Geld. Ich glaube, ich muss echt jetzt... Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Ja. Schauen Sie sich den Auftrag an. Haben wir schon geschafft im Prinzip auch nicht. Moment, was? Ach so. Ha. Ja, okay. Kommt trotzdem. Ich brauche mehr Geld. Sehen Sie das nicht als Arbeit, Velociraptor, als okay. Zusätzlichen Verdienst. Haben wir sowieso noch vor? Mit Gehirn irgendwas, ja? Gehirnerhaltung. Alterung. Gehirnalterung. Ha. Ich guck mal fix. Da ich schon mal drin habe. Da. Aber ich glaube, ich habe sowas noch gar nicht, oder? Gehirn? Dingens? Muss ich bestimmt erst erforschen. Das sagt mir irgendwie gar nichts gerade. Ah, ich hab's geahnt. Doch, da.
Lebensfähigkeit sinkt natürlich, was auch sonst. Haben wir 80%. Oh, ah, vielleicht soll ich dann hier ein bisschen runtergehen irgendwo. Das werde ich komplett auslassen. Ja. Haben wir dann 90%, das soll mir reichen. Der braucht noch Ewigkeiten. Gut, bis dahin kann ich nochmal, glaube ich, alles auffüllen und auch sein Futterdingens hinstecken. Das ist alles kein Problem, sollte noch machbar sein. Aber auf jeden Fall bin ich ziemlich sicher, dass ich auf die alten Inseln zurückkehren werde, dann ein bisschen weiter forschen. Nicht forschen, wobei forschen vielleicht auch schon geht, ich weiß ja nicht genau. Aber auf jeden Fall dort Expeditionen machen für ein bisschen mehr, ihr wisst schon, Geld einfach. Das ja nicht erwirtschafte. Gut, ich habe auch nicht volle 5 Sterne, sehe ich gerade. Als ich verlassen habe. Hier auch. Aber das ist doch recht ähnlich eigentlich. Auf jeden Fall müsste ich mal eigentlich echt zurück zur ersten Insel. Das muss ich aber nicht unbedingt on-stream machen, das ist eher so für mich dann. Und dann nochmal die ganzen neueren Gebäude bauen, die neueren Upgrades. Ist ja alles noch beim Ursprungsmodell da gesegnet. Insofern kann man da noch einiges rausholen, denke ich mal. Und ich frage mich auch, ob ich hier echt riesig viel Platz haben werde, ob es bloß täuscht. Weil das sieht auch alles groß aus, wir hätten nicht so viel Platz gehabt letztendlich. Mal gucken. Aber hier war ich noch gar nicht drauf. Auch mal gucken, aber das mache ich, glaube ich, erst am Schluss des Let's Plays, also zum wirklich Ende hin, wo ich alles habe, um diesen Sandbox-Modus auch ausnutzen zu können. Wobei ich den ja nicht endlos spielen werde hier im Let's Play, also ich werde schon nach der letzten Insel Schluss machen, denke ich. Aber eben bis dahin gucken wir mal. Ranger, mach ein Foto. Natürlich. Hallo. Es ist alles so dunkel. Ich brauche echt dringend Nachtsichtgeräte. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob das tatsächlich einen Einfluss hat nachher. Auf die Sichtbarkeit oder irgendwas. Yeah. Gibt immer Geld. Ist ja egal, was ich mache. Haha. Ah, da brüllt er mich an. 5000. Ah, schlecht zu sehen. Trotzdem gibt alles Geld hier. Oh nein, ich hab nicht geklickt, ich hab F gedrückt, scheiße. Oh, der war gerade gut für mich gewesen. Das ist ein cooles Bild. Ah, aber ich bekomme immer weniger. Kann man doch nicht ewig machen. So, aber ich habe jetzt 200.000. Also ich habe ein bisschen was jetzt aufgefrischt damit. Auch so nebenbei bekommen natürlich. Das reicht doch schon für... Ne, ich brauche 200.000, Mist. Aber es ist doch relativ dicht dran. Ich würde gerne dieses Ding jetzt auch größer machen, aber... Ich meine, theoretisch kann ich, glaube ich, hier noch ein Müh länger machen. Und ist hier nochmal ein Zauntor? Tatsache. Ich könnte das Gehege noch ein Müh größer machen. Also hier ausbauen nach außen. Und ich könnte auch hier noch ganz andocken. Was muss ich mal gucken, wie das dann mit der... Ja, mit dem Dinosaurier wohlbefinden. Und das geht auch noch hier bis hier ran. Das ist was, was man nehmen sollte, glaube ich. Ich habe den Zauber noch gar nicht. Aber auf jeden Fall... Ne, das sind so Dinge, die man hier noch machen sollte bei dem Ding jetzt wahrscheinlich. Aber ich muss trotzdem nochmal gucken nachher, wie an die Dinosaurier da überhaupt mit dem Platz klarkommen. Weil ich jetzt ja doch aus, wie ich so habe gerade und überhaupt nicht sowieso. Werden wir alles sehen. Aktuell noch schwer einzuschätzen. Ich hab auch nie einen Park hin. Vor allem, ja, wenn ich hier noch ein Gehege mache, da drüben auch noch, muss ich ja hier ein Hotel bauen. Ich brauche auch nur ein Hotel, mehr brauche ich auf der Insel, glaube ich, nicht. Lohnt sich einfach nicht. Wofür? Da baue ich halt hier Gehege. Ach, das ist halt, ach, das ist halt blöd. Das ist ja auch kein Platz und nix. Ah. Also Gehege hier so vielleicht. Ich kann eh nichts reinbauen in Gebäuden. Das ist Quatsch, da was anderes zu machen. Also Gehege. Zack. Oh, blöde Form dann, aber was soll's. Da passt hier aber auch schon mal kein Hotel mehr. Da mache ich hier nachher die Schienenbahn hin.
Wenn das dann mal passt, das überlege ich mir noch. Oder aber Hotel, je nachdem, mal gucken. Und dann eben hier das andere Gehege. Das letzte. Und das war's dann ja schon. Also muss ich im Prinzip in jedem Gehege einen T-Rex haben. Andererseits, so geil ist das bestimmt nicht wegen der Artenvielfalt. Und auf der, ich brauche hier auch nicht Sterne und so weiter. Oh Mann. Echt schwierig. Wie teuer ist eine Forschungseinrichtung? Aha. Freue ich mich. Eins von fünf. Boah, was? Der frisst aber gut was weg gerade. Und das Aufwind kostet ja, wie gesagt, eine ganze Menge. 100. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm raus. Da guckt er schon raus, der Gute. Du darfst aber woanders fressen. Dort. Mein Gewinn pro Minute ist jetzt. Ah, gut, noch nicht gestiegen. Kommt aber bestimmt gleich. Ich hoffe, er hat genug Wald. Erhebe dich. Stolzes Tier. Genau. Da guckt er frech, der T-Rex. Der hat viel zu wenig Wald. Ah, scheiße. Das hätte man es nicht geahnt. Aber beim anderen war es doch auch gut gewesen. Andererseits war es doch kein Brachio. Und jetzt zu wenig, also alles zu wenig hier. Das gibt's doch gar nicht. Ist das echt wahr? Dass der vor allem so zu wenig hat? Nein, ach, das ist der T-Rex. Verdammt, Mist. Oh nein. Mein ganzes Geld investiert in den und es war umsonst. Zumal der ja schon wieder zu wenig Fläche hat fürs andere. Also das ist ja total doof. Hab mich fürs falsche Dino-Line entschieden hier an der Stelle. Jetzt mache ich mehr Wald rein, der hat hier viel zu viel Wald schon. Aber ist denn der andere Dinosaurier echt, der Diplo, so viel besser dabei? Ach shit. Das sinkt auch rapide hier. Oh, das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir richtig gar nicht. Aber mein Geld ist natürlich jetzt ordentlich nach oben, ne? Was gibt's doch nicht, dass der hier so schlecht dabei ist? Mach's wieder weg hier, glaube ich. Du zumindest das Grasland bei ihm erfüllt ist. Dann zieht es nicht ganz so schnell. Oh, ist das eklig. Echt nicht schön. Kannst du vergessen den Großen dann? Da muss ich doch Velos reinhauen. Aber dann wiederum, ich meine, das Gehege im Park davor war auch nicht viel größer gewesen für die beiden. Da waren die auch drin. Das war nur der Diplo und kein Brachio. Braucht er dann so viele andere Bedürfnisse hier im Dingens? Muss ich echt mal gucken gehen. Ach, Boden! Ach, guck einer an. Der frisst vom Boden. Ich hätte damals auch so eine Dinge hingestellt. So einen hohen Bäume muss ich wahrscheinlich gar nicht. So oder so, den muss man noch ein bisschen aufbessern. Denn momentan ist der auch nicht von der Wertung her so geil. Aber gut. Ich hoffe, dass der hier besser reinpasst dann. Aber nächstes Mal speichere ich vorher, bevor ich einen züchte. Und guck dann mal. Mach ja besten jetzt gleich nochmal. Ich gehe jetzt nicht in Aufnahmepause rein. Ey, was? Grasland zu wenig? Komm, verarsch mich nicht. Was hast du, Grasland? Gerade das weggerissen wieder. Jedenfalls gehe ich in die Aufnahmepause und guck, was passiert. Und werde dann nochmal speichern und gucken, ob ich hier vielleicht doch den anderen nehme und gucke, wie der mit den Werten ist und so weiter. So. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe mal, ihr auch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wo es in einer viel zu engen Insel unter total schlechten, artwidrigen Verhältnissen weitergeht und hoffen, dass wir trotzdem irgendwie gewinnen, das Spiel. Ja. Bis zum nächsten Mal also. Gabt euch wohl. Ciao!